Okay, Nein! aber das Viech kriegen wir. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von PixArk. Es begrüßt euch Milena. Hallo. Und Jamie. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. So ist es. Wir haben uns überlegt, lang ist es her, seit der letzten Erkundungstour. Genau, deswegen machen wir jetzt eine weitere Erkundungstour. So sieht's aus. Und wir werden auf jeden Fall versuchen, zwischendurch auch ein paar Container einzusammeln. Genau. Und wir machen natürlich die Tour mit unseren beiden Pteranodon. Du fliegst auf Yoshi, Level 11. Und ich auf Totsworf, Level 42. Okay. Ja, die können leider nicht kämpfen, deswegen müssen wir uns nach wie vor ein bisschen in Acht genau, nehmen. Genau, die machen nicht wirklich viel Schaden halt. Und wir werden mal sehen, wie weit wir das zusammenschneiden. Mhm. Oh, was ist das? Ein Feendrachen. Wir sollten uns am besten einfach schön weit oben halten. Okay. Also hier ist auf jeden Fall so einiges los und wir sind für das alles überhaupt noch gar nicht gewappnet. Wir sind auch aus dem Grund nicht mit dem Argentavis los, weil der hat gerade mal erst Stufe 5. Und wir hätten den vielleicht mitfliegen lassen können, aber da besteht natürlich auch die Gefahr, wenn irgendwas uns angreifen will und wir eigentlich abhauen wollen, dann fliegt er dann wahrscheinlich darauf hin. Genau. Ach, und das lassen wir lieber. Ist ein bisschen ärgerlich, dass die Welt so lange braucht zu laden. Man sieht jetzt natürlich so schlecht. Ja, wir werden einfach mal sehen, wie wir das hier zusammenschneiden, ob wir euch komplett mitnehmen oder wie beim letzten Mal. Vielleicht schaffen wir es dieses Mal sogar zu dem blauen Obelisk. Bei der ersten Erkundungstour, die wir gemacht haben, war da ja so ein Geistdrachen. Ja, können wir gerne probieren. Ist das der geradezu? Ja, der blaue, der hellblaue. Oh, hier ist so eine coole Höhle. Hui, die sieht ja fetzig aus. Was macht eigentlich meine Ausdauer? Okay, alles gut. Komm aber am besten wieder nach oben. Ja, bin am Start. Ich müsste mal landen, sehe ich gerade. Oh ja, ich auch. Dann entfernen wir uns am besten ein bisschen. Am besten da, wo ich geradezu hinfliege. Okay. Das sieht relativ friedlich aus, ist das Fleckchen hier. Ja, da ist nur ein weiblicher Werwolf, aber vielleicht kommt er nicht. Gucken wir mal. Kommt drauf an, was der für eine Reichweite hat. Oh, könnte doch sein, dass der gleich kommt. Okay, dann ist deine Ausdauer wieder voll. Ja, wir können weiterfliegen. Und weg. Die sind auch richtig heftig, die Werwölfe. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also wir haben letztens versucht, ein bisschen die Einstellung zu ändern. Damit wir nicht ganz so schwach sind, aber das funktioniert bei den Charakteren einfach nicht. Und die Einstellung ist auch irgendwie so komisch gemacht, dass man gar nicht weiß, in welche Richtung man den Regler schieben muss. Ich hatte nachher so das Gefühl, wir haben die Gegner noch stärker gemacht, wobei wir schon dachten, dass das gar nicht mehr geht. Auch lustig, ne? Kann man da eigentlich irgendwas machen? Ich weiß, das habe ich bestimmt schon mal gefragt, aber was wollen wir hier nochmal? Ich weiß auch gerade nicht genau, was man hier nochmal macht. Da kann man wirklich rauf, los, hin zur Plattform. Ja, hier ist so eine Plattform. Da können wir mit den Vögeln drauf landen. Cool. Und da kann man dann irgendwie was reinpacken. Also in das Ding hier, was hier in der Mitte steht, das kann man benutzen. Da kann man dann was reinpacken. Ja. Das heißt Tributterminal. Ah, cool. Das heißt auch bei Ark Tributterminal. Da kannst du sozusagen dann irgendwie... Kannst du da was machen? Nee. Das müsste man mal googeln, aber wir wollen ja hier letzten Endes sowieso nichts. Obwohl, vielleicht ist das doch ein bisschen anders. Da müsste man sich mal informieren, wie das hier ist, weil... Ach, du bist das. Ich habe mich gerade kurz erschrocken. Sieht auf jeden Fall ziemlich abgespaced aus und es blendet auch ganz schön. So, eben mal ein paar Fotos geschossen. Wir können jetzt weiter. Ja, ich würde sagen, wir fliegen... Oh, es gibt gar nicht so eine große Möglichkeit. Wir müssen eigentlich hier entlang fliegen. Los geht's. Jo. Ja, und hier würde ich sagen, wir sehen uns wieder, wenn wir jetzt ein paar Gebäude gefunden haben. Jo.
Das sieht ja cool aus. Was, wie, wo bist du? Ah, hier. Die sehen ja cool aus. Bei uns in der Wüste standen diese Steine nicht, oder? Nee, das ist, gibt's auch wirklich nur in so riesigen Wüsten. So, aber hier würde ich mich doch dann ein bisschen umgucken. Ja, also die Wüste, die ist sehr, sehr groß. Hier könnte es so eine Pyramide geben. Das wäre ja eine feine Sache. Wenn hier schon diese Steinbäume oder was... Oh, ja. Ankies! Oh, ich habe keine Ausdauer. Mein Vogel geht runter. Oh. Hoppla. Oh ja, meiner muss auch. Genau neben einem Skorpion. Juhu, Freude macht sich bereit. Oh, ich verkrümel mich mal schnell. Oh, der hat mich schon auf dem Visier. Okay, ab in die Luft. Ich muss mal versuchen, hier auf so einem Stein kurz... Korno, greift mich an. Hilfe. Versuche auf dem Stein zu landen. Ich hab's gerade eben so hingekriegt. Oh ja, sehr gut. Kann ich hier auch noch? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich würde aber mal sagen, hier halten wir auf jeden Fall noch Ausschau. Ja. Denn das sieht doch echt mega cool aus hier. Auch diese komischen Steinbäume hier sind ein Anzeichen darauf, dass hier irgendwo bestimmt auch so langsam so eine Pyramide kommt. Oh, hier sind ganz viele Ankies auf dem Berg. Ja, und was für eine coole Farbe die haben. Ja, und ich finde aber... mit dieser Farbe passen die nicht ganz so gut hier in die Wüste, meiner Meinung nach. Vielleicht gerade ja deswegen. Ist ja witzig, die sind wahrscheinlich dann auch nur hier zu finden. Das ist exklusives Anki-Land. Okay, aber hier sieht das jetzt irgendwie schon wieder alles anders aus. Ja, da kommt Verdammnisland. Und da könnte halt auch was drin sein. Hast du schon mal so eine Pyramide gesehen? Ja, die sind sehr, sehr groß eigentlich. Okay, also es kann uns nicht passieren, dass wir einfach irgendwie dran vorbeifliegen. Aber im Verdammnisland kann man auch gucken, denn Verdammnisland ist eigentlich eine Wüste, nur halt in Schwarz. Gut, und im Verdammnisland gibt es nicht so viele tiefe Schluchten wie hier. Ich wollte jetzt nur nicht hier einfach so durchhuschen, sondern auch richtig wirklich gucken. Das scheint ja hier echt riesig zu sein. Wir haben gerade mal so ein bisschen aufgedeckt. Eigentlich müssten wir hier nochmal landen. Lass uns mal hier auf diesem Stein hier versuchen, nochmal beide zu landen. Lande du mal ganz oben auf dem Stein drauf. Du kannst jetzt neben mir landen. Ich wollte nämlich eigentlich ein Foto machen. Ah ja, sehr gut. Wenn das geht. Ups. Nein! Das war voll hoch. Ja, das kommt davon. Oh, Anki versus Skopi. Ja, irgendwie haben die Skorpione irgendwie hier keine Chance. Ganz oben kann der hier nicht landen, irgendwie. Okay, das macht nichts. Ich versuche mich mal so zu drehen. Pass auf. Wow. Er hat auch einen Wendekreis wie ein Bus. Ja, irgendwie so ein bisschen, ne? So, mal gucken, ob das geht. Moment. So, weiter geht's. Weiter geht die Suche. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh, 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 sag mich schon, oh, oh. Ja, du hast schon oh, oh gesagt. Ich habe gerade kurz gedacht, ich lande in der Lava. Oh nein, Spinne. Edelsteinspinne. Ah! Schnell, flüchte. Ich habe keine Ausdauer. Wo bist denn du? Ich bin hier auch gerade. Ich bin hinter dir gerade. Ich muss, hab nur noch ein bisschen Ausdauer. Ich lande hier mal neben dem neben dem anderen Riesenviech. Minotaurus oder wie die sich schimpfen hier. Ich lande mal auf so einer klitzekleinen Insel hier im Wasser. Toll, Skorpion im Anmarsch. Also, wir haben noch keine Gebäude gefunden, aber wir suchen weiter. Oh, hier ist das Schildkrötenparadies. Guck mal. Oh ja, ganz viele Carbonemis. Wie cool das aussieht. Die schwimmen hier und planschen alle und da unten, da wachsen ganz viele von so einer komischen Leuchtpilze. Warte mal, ich versuche mal kurz da drunter zu fliegen. Guck mal, sieht das hier nicht aus wie ein Tempel oder sowas? Die Steine sind hier so anders. Ja, es ist einfach Sandstein halt, aber es sind nicht solche Tempel. Oh, cool.
Ach du Schreck. Das ist ja cool. Oh Gott, oh Gott. Oh, hoffentlich komme ich hier gleich wieder hoch. Ist hier irgendwas? Nö. Nur Pilze. Und die sind bestimmt nicht gesund. Aber wie cool das aussieht, das Gebiet hier so an und für sich, ne? Guck mal. Raptor Level 50, ja nie, ist klar. Toll. Ja, da sind die auch alle am Kämpfen. Da halten wir uns schön raus. Wir sehen uns dann wieder, jo, wenn wir was gefunden haben. Also, es ist ja echt unglaublich, wie cool das hier aussieht. Vor allem diese riesigen Bäume. Ja, nicht nur die Bäume, auch alleine schon diese Wasserstellen, das finde ich so cool. Ah. Die sind total flach. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Ein Parak hier. Ein Parak. Und siehst du diese grünen Frösche? Das sind Beelzufus. Ja, ach wie cool. Ich muss einmal eben auf die Karte gucken. Auch das Paraka-Gebiet. Ja. Und das Sarko-Gebiet. Wir müssen jetzt auf jeden Fall... Oh ja, stimmt. Das ist auch der erste Sarko, den ich sehe. Da hinten ist noch was ganz anderes. Lass uns mal eben hier auf den Berg oder so. Wir müssen jetzt nämlich eigentlich noch woanders lang. Schade, dass ich mir hier nicht so ein Vögelchen... Oh nee, da ist irgend so eine Pflanze. Die beschießt uns bestimmt gleich. Okay, wir bleiben einfach doch vielleicht lieber in der Luft. Wo müssen wir langfliegen? Wir sind am Ende der Karte angekommen. Das heißt, wir machen jetzt so einen Schlenker. Ich würde sagen, wir können so einfach jetzt geradeaus fliegen, denn dann fliegen wir im Prinzip am Rand entlang. Ja, genau. Wir sind beide schon in dieselbe Richtung unterwegs. Genau. Guti, ihr Lieben. Also ich würde mich fast sogar ganz gerne mal trauen, so einen ganz dicken Baum hier mal abzubauen. Okay, ja, dann lass uns doch mal da runter. Ich folge dir. Ich hoffe, dass ihr jetzt... keine Sarkos gerade unterwegs sind, aber... Oh mein Gott, ein Riesensarko. Bloß nicht landen. Ja, gut. Oh nein, und so eine Pflanze und Hilfe und Titomia irgendwas hinter mir her. Oh mein Gott, schnell weg hier. Och nicht. Ach Gott, diese Titanomia-Drohnen. Oh, was ist das? Ist das Ton? Komm mal kurz mit. Ja, das ist alles Lehm. Ach, das ist ja cool. Also so ein Gebiet haben wir jetzt auch wirklich noch gar nicht gesehen, ne? Pass auf, hinter dir ist noch immer diese Tanomia-Soldat. Können wir der überhaupt irgendwas tun? Ja. Lass uns einfach mal weiterfliegen sonst. Nee, die fliegt uns die ganze Zeit hinterher. Wir sollten die am besten mal erledigen. Okay, mit welcher Taste mache ich das, bevor linke ich hier... Maustaste. Ich glaube, der hat gar keinen Angriff. Ach doch, doch, zack, doch. Da fliegt sie. So, ich würde sagen, kleine Insel, einmal landen und dann geht's gleich weiter. Jo. Da hinten ist was! Oh! Wo bist komm du? Mit, komm mit, komm mit! Ja, ich komme mit! Da vorne! Da vorne! Ist nicht besonders groß, aber es gibt sehr viele davon. Hui, klasse! Endlich was gefunden! Dann gibt's noch ein bisschen Action in der Folge. Und da gibt's sogar Skelettos drinne. Skelettos. Okay, ich gehe nicht rein. Landen wir auf dem Dach? Zombies. Auf dem Dach? Ja, würde ich sagen. Sehr gut. Zack. So, dann mal rein mit uns, würde ich sagen. Du darfst gerne zuerst. Oh, oh, was ist das da unten? Sarko. Oh nein, bewacht er etwa den Eingang? Ja, okay, dann zeigt sich das schon, oder? Ja, ich würde sagen, wir müssen... am besten mal einen anderen versuchen. Es gibt ja sehr viele hier gerade. Obwohl, welche Stufe hat der? 52. Oh, Stufe 52. Oh, okay. Ja, wir also fliegen einfach zum nächsten. Level bis 20 hätte ich noch probiert, aber... das können wir vergessen. Hier ist noch einer. Siehst du mich? Ja. Bin dabei. Und das Ding wird hier... hier wird von einem Raptor bewacht. Ja. Okay. Von einem Raptor Level 31, ja, ist nichts. Und ich sehe da aber gleich schon Skelettos drin. Ah, cool. Action, Action. So, ihr Lieben, nachdem ich jetzt wieder ein Foto gemacht habe, würde ich mal sagen, oh, wir haben nur ein Problem, wir kommen hier gar nicht mehr wieder rauf. Oh, wenn wir die Vögel jetzt hier stehen lassen. Aber ich würde sie trotzdem hier stehen lassen. Wir ja, hier oben sind sie halt einfach am sichersten, denn die anderen Gegner kommen hier halt auch nicht rauf. Ja,
Ja. Oh, guck mal, der kämpft da gerade gegen die Schildkröte. Vielleicht hat sich das gerade erledigt. Vielleicht warten wir kurz. Ach, die Schildkröte haut leider ab. Okay, ärgerlich. Ja, aber... Schade, dass der da nicht hochkommt. Ach, der ist da gerade ins Loch gefallen. Wie praktisch. Ja, aber trotzdem Speer ausgerüstet lassen. Oh, oh, ich sehe Skelettos. Jo. Ja, ihr Lieben, dann, dann mal rein da. Mhm. Mit uns. Ist alles ein bisschen löchrig hier. Jo. Hoffentlich kommt der Raptor jetzt nicht wirklich von hinten noch irgendwie hier an. Kontrollier das mal. Nö, der hängt da unten fest. Oh, was gibt's hier zu holen? Wir gehen zuerst nach rechts, okay? Ja. Obwohl die kommen, so wie es aussieht, alle auf einmal. Wahrscheinlich, ja, aber... Los geht's! Die tun erstmal so, als wenn sie sich nicht bewegen. Oh, oh. Welche Stufe haben die überhaupt? 22. Oh, das ist ganz schön heftig. Oh, ich muss mich ein bisschen entfernen. Oh, oh. Weg, 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 weg. Ah, die schaden sich, wenn ich das gerade eben richtig gesehen habe, auch gegenseitig. Huiuiuiui, das war ja knapp. Ich bin fast, erledigt worden. Erledigt worden? Mm, also ich bin schon ziemlich heftig. Ja, es war nett. Jetzt können wir wieder gehen. Oh, da ist ein Paraka Level 1. Oh, warte mal, der ist da jetzt ganz alleine. Oh ja, vielleicht können wir den uns holen. Nein, 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 schnell, weg, der schmeißt mit Äxten, ich bin gleich tot. Hilfe! Jetzt kommt auch noch ein zweiter, nein. Ja, aber der kriegt uns hier nicht mit den Äxten. Ich muss mir jetzt schnell nur was zu essen reinknallen. Ja. Ich wollte ihn eigentlich gerade mit der Armbrust beschießen. Ach, du hast noch Pfeile? Gut. Ja. Das mache ich auch noch mal eben. Oh, ich treffe aber nicht von hier aus. Moment. Ja. Oh, jetzt treffe ich. Ah, jetzt. Vielleicht wird das ja noch was. Mhm. Oh, aber pass bloß auf, sie sind richtig heftig. Die Wurfachse ist richtig krass. Skelettruinen heißen die. Ich habe das Gefühl, dass man diese Ruinenviecher gar nicht besiegen kann. Habe ich manchmal das Gefühl. Das ist auf jeden Fall schon der 10. Pfeil, der in seinem Köpfchen steckt. Diese Kojoten, die wir im Grasland in diesem in dem kleinen Tempel da erledigt haben, die hießen ja auch Kojote-Ruinen. Oh Mann. Okay. Ah, er rennt weg. Ja, ich kann aber nichts machen. Komm zurück. Hat der andere auch einen Pfeil? Das Lustige ist, das sind alles Betäubungspfeile. Ja. Weil ich keine anderen Pfeile habe. Von die Verschwendung. Wäre lustig, wenn der gleich umfällt. Aber ja, okay. Das sind eigentlich Magieviecher, da bräuchte man eigentlich, glaube ich, einen magischen Beruhigungspfeil. Ah! Okay, nein! Aber das Viech kriegen wir, das ist nur Level 2. Oh nein, 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 nein. Oh mein Gott. Der hat uns gerade, hat er nicht wirklich. Ja, und vor allem, der war nur Level 2. Moment. Kommen wir dahin, um unseren Kram zu holen? Ich glaube eher nicht. Wir spawnen uns woanders, in der Nähe. Und zwar bei Sammelpunkt 5. Ich kann hier irgendwie gerade gar keine Sammelpunkte auswählen. Ah, doch, jetzt. 5? Ja, das ist zumindest das Nächste von mir aus, würde ich sagen. Ja, ist. Und ich würde sagen, wir landen dann erstmal. Ist wenigstens ein normales Gebiet, Gott sei Dank. Ja, und dann würde ich sagen, wir werden uns jetzt hier bei euch verabschieden. Und hoffen natürlich... Es hat euch Spaß gemacht. Und vor allem, ihr seid doch beim nächsten Mal wieder dabei. Schreibt uns gerne etwas in die Kommentare. Ansonsten, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und tschö mit ö. Tschüss.